Vor einigen Jahren besuchte ich Cape Canaveral in Florida. Dort befindet sich eine große Raumstation der NASA in den USA. Ich war fasziniert von dem Museum und von dem, was ich dort gesehen habe, denn die Raumfahrt hat mich schon als Kind immer wieder fasziniert und dieser Gedanke, da ist tatsächlich jemand mal auf dem Mond gelandet, hat mich schon als Kind immer unglaublich begeistert. So ging ich also über dieses Gelände, beziehungsweise wir wurden über dieses Gelände gefahren und sind dann von einem Raum in den anderen gegangen. Und ein Bild hat mich immer wieder fasziniert. Ein Bild. Ja, da haben wir es. Ein Bild fand ich beeindruckend. Immer und immer wieder stand dieses Schild überall in der Ausstellung. Failure is not an option. Zu Deutsch, Fehler machen ist hier keine Option. Und mir wurde relativ schnell klar, hier haben Hunderttausende von Menschen gearbeitet, haben Milliarden von Dollar ausgegeben, damit am Ende ein Mensch einen Fuß auf den Mond setzen kann. Und Fehler machen ist hier keine Option. Ein Fehler eines Menschen kann die gesamte Mission zerstören. Das war schon sehr beeindruckend, zumal da wurden zum Teil auch über die Fehlstarts und die Fehler berichtet, die tatsächlich geschehen sind in dieser gesamten Mission. Und nicht jede Mission war erfolgreich. Und dennoch wusste ich eigentlich, dieser Spruch ist ein Witz. Es gibt keinen fehlerlosen Menschen, richtig? Das wissen wir bereits aus dem Lateinunterricht. Errare humanum est. Ja? Irren ist menschlich. Wir sind nicht fehlerlos. Es gibt keinen perfekten Menschen. Jeder Mensch macht irgendwo mal einen kleineren, aber sehr wahrscheinlich auch mal einen größeren Fehler. Fehler können drastische Folgen haben. Ich will mit euch heute Morgen eine Biografie ansehen. Nein, es wird uns nicht gelingen, komplett das Leben dieses Mannes Revue passieren zu lassen, aber was wir uns heute Morgen mal anschauen, wir wollen einfach mal hinschauen, was erzählt uns die Bibel über diesen Mann? Es ist der letzte König von Juda oder auch von Israel. Israel ist längst weg in die Gefangenschaft, Juda ist noch da und in Juda gibt es noch den einen oder anderen König. Da ist Josia, der König, der den Tempel reformieren lässt, restaurieren lässt, der den Gottesdienst wieder einführt. Israel kehrt wieder zurück zu Gott und dann kommen die letzten vier Könige. Und Zedekia ist der letzte König. Das zweite Buch Chronik berichtet uns ganz zum Schluss über das Leben dieses Mannes. Und wenn man diese Verse in 2. Chronik, Kapitel 36, ab Vers 11 überschreiben wollte, dann kann man Folgendes drüber schreiben. Zedekia, ein Leben voller Fehler mit Folgen. Ein Leben voller Fehler mit Folgen. Schlagt mit mir bitte das zweite Buch Chronik, Kapitel 36 auf. Ich habe den Text heute für euch nicht an der Wand. Wir werden längere Texte lesen, deswegen mach deine App auf. Jetzt darfst du mit deinem Handy spielen. Mach deine Bibel auf, ich hoffe, du hast sie dabei. Wenn nicht, frag den Nachbarn, ob du mitlesen darfst. Zieh die Brille an, es wird vielleicht etwas anstrengend sein, beim Nachbarn die Bibel zu schauen. Wir wollen miteinander die Bibel lesen und miteinander hineinschauen, was Gott uns in seinem Wort über diesen letzten König Zedekia sagt. Und gemeinsam feststellen, was für Fehler hat denn dieser Mann begangen? Und welche Folgen hatten denn diese Fehler? Dieser Mann wird relativ früh König, mit 21. Haben wir jemanden hier im Raum, der 21 ist? Jawohl, da hinten. Esther ist 21. So in deinem zarten Alter, Esther, ist dieser Mann bereits König geworden. Ich habe mit 21 geheiratet. Da fühlte ich mich wie ein König, aber war es nicht.
Aber da dachte ich, ich bin ein erwachsener Mann. Aber mit 21, mit ein bisschen Abstand, stellt man heute fest, das ist noch relativ früh. Mit 21 wird dieser Mann bereits König und hat die Chance, alles richtig zu machen. Und das Ergebnis ist, wenn der Schreiber des zweiten Buches Chronik zusammenfasst, dann sagt er, ein Fehler jagt den anderen Fehler. Und am Ende hatten seine Fehler drastische Folgen. Zunächst einmal ab Vers 11 beginnt der Autor uns zu erzählen, was für Fehler Zedekia gemacht hat. Wir lesen die Verse 1, Kapitel 36, Vers 11 und 12. Wir lesen Vers 11 und 12. 21 Jahre alt war Zedekia, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre zu Jerusalem und tat, was dem Herrn, seinen Gott, missfiel. Und demütigte sich nicht vor dem Propheten Jeremia, vor dem Mund des Herrn. Ich habe diesen Fehler überschrieben, persönliche Fehler. Mit 21 steht dieser Mann im Prinzip, ich sag mal so, an der Spitze seiner Karriere. Er ist König über Juda oder über Israel. Er hat im Prinzip die höchste Position, die man in diesem Land haben kann. Vergessen wir es. Israel war damals bereits eine Provinz. Es gab sehr viel größere Herrscher über ihn. Und Zedekia war auch nicht ein demokratisch gewählter König. Er war nicht der Thronfolger gewesen. Er war der Onkel von seinem Vorgänger. Wie konnte denn ein Onkel plötzlich als König eingesetzt werden? Nun, die Geschichte ist schnell erzählt. Die Babylonier hatten längst das Land eingenommen und sie beherrschten auch dieses kleine Volk der noch übrig gebliebenen Juden. Und Nebukadnezar hatte sich sowas wie den Vasallenkönig dort, hatte Zedekia dort als Vasallenkönig eingesetzt. Das heißt, er war im Prinzip eingesetzt worden von dem babylonischen König, Nebukadnezar. Er hat gesagt, dieser Mann soll König sein. Warum auch immer. Vielleicht hat er in ihm eine gewisse Loyalität gesehen, vielleicht hat er gesehen, der hat eine gewisse Popularität. Wenn sie so war, dann hat sie sich irgendwann einmal dann auch, das hat sich das auch sicherlich eine Zeit lang später dann auch verändert. Wie dem auch sei, er ist von Nebukadnezar als König eingesetzt worden und sein eigentlicher Name ist gar nicht Zedekia, sondern er heißt eigentlich Matanja. Aber Nebukadnezar sagt, du sollst Zedekia heißen. Und da merkt man auch schon, wie sehr Nebukadnezar, der das ganze babylonische Reich beherrscht, Einfluss auf die Bestimmung des Königs in Juda hat. Er setzt ihn ein und bestimmt, dass er Zedekia heißen soll. Zedekia ist eigentlich ein wunderschöner Name. Wenn man Zedekia übersetzen wollte, dann könnte man den Namen Zedekia übersetzen: Mein Gott ist gerecht. Mein Gott ist gerecht. Ein sehr schöner Name. Und eigentlich ist es das, was Israel auch immer wieder als Botschaft weitergab. Wie dem auch sei, wir wissen nicht, warum er diesen Namen bekam, aber wir wissen ab jetzt, Zedekia trägt diesen Namen, weil er so von Nebukadnezar eingesetzt worden ist. Nun hätte er als junger Mann doch die Verantwortung gehabt, nicht nur das zu tun, was der babylonische König von ihm verlangt, sondern sich von guten Ratgebern zu umgeben, sich gute Minister zu besorgen, sich auf Menschen verlassen, die bereits wissen, wie man vielleicht auch politisch hier agieren kann und soll. Stattdessen lesen wir, er demütigte sich nicht vor Jeremia und er hörte nicht auf Gottes Wort. Was für eine Tragödie, einen solchen persönlichen Fehler zu begehen. Meine Lieben, das ist eines der größten Fehler, die Menschen begehen können. Dass sie sich über kurz oder lang einbilden, dass sie jemand sind, dass sie etwas können, dass sie etwas besitzen. Und Hochmut kommt vor dem Fall, ist ein deutsches Sprichwort, steht aber in der Bibel. Wissen leider viele Menschen in unserer Gesellschaft nicht mehr.
In Sprüche Kapitel 16, Vers 18 sagt die Bibel uns, wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz. Also wenn du jetzt schon überlegst, wie wird meine Karriere in Zukunft ausgehen oder wie wird meine Karriere weitergehen, sie wird nicht weitergehen, wenn du glaubst, dass du es bist, dass du es kannst, dass du es hast. Wer zugrunde gehen soll, wird vorher stolz. Und Hochmut kommt vor den Fall, hat Gottes Wort gesagt. Petrus im Neuen Testament unterstreicht diese biblische Wahrheit nochmal mit eigenen Worten. Und er sagt in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 5 lesen wir, alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut. Das Gegenteil von Hochmut ist Demut. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Zedekia hätte es besser wissen müssen, aber Zedekia begeht diesen persönlichen Fehler und wird stolz, wird hochmütig, lässt sich nichts mehr sagen. Ich habe euch hier drei Kennzeichen für einen hochmütigen Menschen mitgebracht. Hochmütige Menschen überschätzen, überhören und übersehen. Hochmütige Menschen überschätzen sich selbst. Hochmütige Menschen glauben, sie können die Welt retten. An ihnen ist alles gelegen. Sie sind diejenigen, die das Ruder in die Hand nehmen können und es auch nochmal bewegen können. Hochmütige Menschen überhören. Sie überhören das, was andere ihnen sagen. Sie überhören den Rat Gottes. Sie überhören die Stimme Gottes, weil sie glauben, sie wissen es besser. Und sie können es auch besser. Und deshalb lassen sich Menschen, die hochmütig sind, nichts mehr sagen. Das heißt nicht, dass sie nicht ab und zu dich holen und dich mal um den Rat fragen. Aber sie holen nur dich und lassen dich etwas sagen, damit sie nachher dir sagen können, sie wissen es besser. Sie überhören. Und das dritte Kennzeichen für hochmütige Menschen ist, sie übersehen. Sie übersehen den anderen. Oft die anderen, die nicht in der gleichen Position sind, aber selbst Menschen, die auf gleicher Position mit ihnen stehen, sie übersehen sie, weil sie glauben, jeder hat zu ihnen aufzuschauen und nicht sie zu den anderen. Sie gehen achtlos an den anderen vorbei und übersehen den anderen. In dieser Weise ist Zedekia als König gestolpert. Er hat überhört, er hat übersehen und sich selbst total überschätzt. Was kann man dagegen tun? Wollen wir uns ganz kurz ein bisschen Gedanken machen, was hätte Zedekia, was können wir heute dagegen tun? Denn Hochmut, Stolz ist ein unglaubliches Hindernis für uns in unserem Dienst und in unserem Leben. Was können wir dagegen tun? Hier habe ich euch ein paar Ratschläge aufgeschrieben. Zedekia hätte Gottes Wort ernst nehmen müssen. Zedekia hätte tun sollen, was Gott ihm sagt und nicht, was er für richtig hält. Zedekia hätte Gott alle Ehre geben sollen. Er hätte im Gebet Gott bitten sollen, dass Gott ihm hilft und dann Gott alle Ehre geben sollen für das, was er war und was er ist. Er hätte auf den Rat anderer Menschen hören sollen. Es gab nämlich Menschen, wie zum Beispiel den Propheten Jeremia, der ihm immer wieder gesagt hat, was er tun soll. Aber er hat auf Jeremia nicht gehört. Er hätte anderen Menschen mehr Lob zusprechen sollen. Er hätte anerkennen sollen, dass er nicht er sich selbst eingesetzt hat als König, sondern dass er von anderen eingesetzt worden ist. Hochmütige Menschen haben ein Problem, andere Menschen zu loben. Sie haben ein Problem, etwas Gutes über einen anderen Menschen zu sagen. Aber sie erwarten die ganze Zeit, dass sie gelobt werden, dass man was Gutes über sie sagt. Und sobald sie nicht im Mittelpunkt stehen, sobald man nicht gut über sie redet, drehen sie sich von dir weg und lassen dich links liegen. Menschen, die dagegen angehen wollen, die werden immer wieder andere Menschen loben. Sie werden betonen, wie sehr das wichtig ist, dass diese Menschen dabei sind, dass sie mitmachen, dass sie sich hier einbringen. Und in dieser Weise erkennt man an, ich bin nur ein Teil des Ganzen. Wir sind ein Team, wir gehören zusammen und bestenfalls, der andere kann es sogar besser als ich. Wie kann man dagegen vorgehen, ein letztes, eigene Fehler zu geben?
das konnte Zedekia nicht. Wenn wir seine Biografie hier weiterlesen, er hat nicht zugeben können, dass er Fehler gemacht hat. Eigene Fehler zugeben ist immer gut für uns. Ist immer gut für uns, wenn wir zugeben, das habe ich nicht so gut gemacht. Hier habe ich versagt. Das war nicht in Ordnung. Es tut mir leid, was ich hier getan habe oder gesagt habe. Hochmut kommt vor den Fall. Lasst mich nochmal Folgendes formulieren. Ich habe hier drei Sätze formuliert. Erstens, demütige Menschen denken nicht schlechter über sich selbst. Also ein demütiger Mensch denkt nicht, ach, was bin ich für ein schlechter Mensch. Demütige Menschen denken nicht schlechter über sich selbst, sondern sie denken besser über andere. Demütige Menschen sagen nicht, ich kann nichts, ich taug für nichts. Nein, sie machen sich selbst nicht schlecht, sondern sie denken besser über den anderen und stellen den anderen höher als sich selbst. Zweitens, demütige Menschen denken nicht weniger an sich, sondern sie denken mehr an Gott und die anderen. Das ist nicht schlimm, wenn man mal gelegentlich an sich selbst denkt. Und man muss zum Teil an sich selbst denken. Man muss sich pflegen, man muss für sich sorgen, also man kann sich selber nicht vernachlässigen. Es geht nicht darum, dass ich nicht mehr an mich denke, sondern es geht darum, dass ich mehr an Gott und andere denke und auf diese Weise diesen Menschen Respekt und Ehre entgegenbringe. Und der dritte Satz, demütige Menschen machen sich nicht selber klein, sondern sie machen Gott groß. Sie machen nicht sich selber klein, sondern sie machen Gott groß. Persönliche Fehler beginnen manchmal mit Hochmut, aber Hochmut und Stolz ist nicht der einzige persönliche Fehler, den man begehen kann. Sondern es gibt viele andere Dinge, die man im Leben falsch machen kann. Und diese persönlichen Fehler führen oft dazu, dass irgendwann einmal öffentliche Fehler begangen werden. Zumindest ist das, was wir hier bei Jeremia sehen. Wir lesen weiter, Vers 13. Auch wurde er abtrünnig von Nebukadnezar. Der Autor erzählt weiter. Er sagt, diese persönlichen Fehler waren nicht alle Fehler, die er begangen hat. Es ging weiter. Auch wurde er abtrünnig von Nebukadnezar, dem König von Babel, der einen Eid bei Gott von ihm genommen hatte und wurde halsstarrig, verstockte sein Herz, sodass er sich nicht bekehrte zu dem Herrn, dem Gott Israels. Eine Tragödie im Leben von Zedekia. Zunächst einmal ist Zedekia loyal. Vermutlich ist er deswegen auch eingesetzt worden. Wir wissen auch nicht so viel über die ersten 4 Jahre. 11 Jahre war er König. In den ersten 4 Jahren wissen wir noch nicht so genau, was da so alles geschehen ist. Aber nach und nach wird er abtrünnig. Wie auch immer, wir wissen es nicht so genau. Es gibt verschiedene Vermutungen, denn der Prophet Jeremia, auch in dem Buch des Propheten Jeremias, lesen wir eine Menge über das, was zwischen Zedekia und Nebukadnezar geschehen ist. Aber so genau kann man es nicht rekonstruieren. Vielleicht gab es da so eine Bewegung innerhalb der Volksgemeinschaft, die Zedekia animiert haben, sich abzulösen oder sich loszulösen von dieser Weltherrschaft. Vielleicht war es der ägyptische König, der Einfluss genommen hat, denn inzwischen war im Osten saß der Nebukadnezar, im Süden saß Ägypten und Israel war genau dazwischen. Im Prinzip war Israel an der Grenze zu Ägypten und das war die nächste Großmacht, die gegen die Babylonier ständig in Kampf war. Und die Babylonier schielten die ganze Zeit, wie können sie eventuell noch Ägypten mit einnehmen, und deshalb führte das auch gelegentlich zu Kriegen. Und Israel war genau dazwischen und so wurden sie dazwischen aufgerieben. Und deswegen vermuten manche Ausleger, dass Ägypten den jüdischen König Zedekia beeinflusst haben, sich eben von Nebukadnezar zu lösen, von ihm zu trennen und zusammen mit Ägypten gegen Babylon zu kämpfen. Möglicherweise, wir wissen es nicht genau, oder war es das Herz von Zedekia, dass sich dieser kleine König plötzlich einbildet, ich pack das, den Riesen kriege ich auch noch um. Und stell dir vor, wenn wir den besiegen und das mit Gottes Hilfe, das mit Gottes Kraft, am besten irgendwie noch geistlich verbrämen, diesen Aktion, Gott hat uns gesagt, dass wir die heidnischen Völker besiegen werden, also ziehe ich los. Wir wissen es nicht. Der Text gibt es uns nicht ganz eindeutig her. Eindeutig ist, er wendet sich gegen Nebukadnezar. Er begeht politische Fehler. Und diese politischen Fehler haben weitgehende, tragische Folgen.
ein Leben voller Fehler mit Folgen. Tausende von Menschen verlieren in diesem blutigen Krieg ihr Leben. Der Tempel wird bis auf die Grundfeste zerstört. Finanziell ist das Land komplett ruiniert. Geopolitisch hat das Folgen, weil nun Israel noch stärker abhängig ist von Babylon. Öffentliche Fehler führen zu fatalen Folgen im Leben anderer Menschen. Meine Fehler haben Folgen für andere Menschen. Davon spricht die Bibel immer wieder. Es gibt nicht sowas wie, das geht den anderen nichts an, was ich hier mache. Lest mit mir in Hebräer Kapitel 12. Da schreibt der Hebräerbrief über eine ganz andere Situation. Da spricht er über Frieden, über das, was in unseren Herzen geschehen soll. Jagt dem Frieden nach mit jedermann ab Vers 14 in Hebräer Kapitel 12. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen kann. Gott erwartet von uns ein heiliges Leben, damit wir am Ziel ankommen. Vers 15. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Diese Gnade Gottes, die im Leben der Menschen sichtbar ist, die Gott jedem Menschen schenkt, damit nicht jemand diese Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Meine Bitterkeit richtet Unfrieden an und verunreinigt viele. Meine Fehler, die öffentlich begangen werden, haben zur Folge, dass andere Menschen mit betroffen sind. Deshalb nochmal, Zedekia ist ein warnendes Beispiel für mich und für dich. Öffentliche Fehler können tragische Folgen haben. Was schätzt ihr, wie viele Entscheidungen treffen wir persönlich am Tag? Einfach mal eine Zahl hier in den Raum reinrufen. Wie viele Entscheidungen der Mensch, wenn er morgens aufsteht und dann abends schlafen geht, und selbst schlafen gehen ist ja eine Entscheidung, richtig? Für manche eine ganz schlechte. Wie viele Entscheidungen treffen wir am Tag? 100. Wie viel mehr? Wie viel? 500. 10.000. Mehr als 10.000. Ja, wie viel mehr? Also, es gibt tatsächlich in der Psychologie den Versuch, so ein bisschen zusammenzuzählen, wie viele Entscheidungen der Mensch pro Tag trifft. Und ich könnte jetzt sagen, jeder hat recht, denn man ist sich nicht einig. Es gibt die Zahl 400. 400 wichtige Entscheidungen treffen wir jeden Tag. Also Entscheidungen, ich weiß nicht, was heißt wichtig, also recht pünktlich zur Arbeit zu kommen. Ich würde mal behaupten, das ist eine wichtige Entscheidung, oder? Für dich nicht. Weiß ich nicht. Je nachdem, welche Folgen es haben könnte, ist das eine sehr wichtige Entscheidung, okay? Also so 400 wichtige Entscheidungen treffen wir pro Tag. Es gibt Psychologen, die sagen, wir treffen pro Tag 20.000 Entscheidungen und andere sagen, wir treffen pro Tag 100.000 Entscheidungen. Im Prinzip haben wir heute Morgen schon so viele Entscheidungen getroffen. Nicht nur, ob wir Butter oder Erdnussbutter oder Marmelade oder essen, aber das sind ja alles Entscheidungen, die wir getroffen haben. Was ziehen wir an? Wann fahren wir los? Wo parken wir? Wo sitzen wir? Vielleicht fühlst du dich gerade nicht mehr wohl neben deinem Bett. Nee. Tausende Entscheidungen. Wir treffen am laufenden Band Entscheidungen. Wisst ihr, viel wichtiger als dass wir Entscheidungen treffen. Wie treffen wir Entscheidungen? Warum sitzt du da, wo du gerade sitzt? Das ist mein Stammplatz und hier sitzt nur ich. Weiß ich nicht. Ja, also die Frage ist, wie entscheiden wir? Und da ist man sich auch nicht ganz sicher, weil man sagt, eigentlich, früher hat man immer gesagt, der Kopf entscheidet. Das kann man auch so festhalten. Alle Entscheidungen laufen über unser Gehirn. Es gibt keine kopflosen Entscheidungen, ansonsten bist du tot. Wie gesagt, du entscheidest alles über das Gehirn, aber wie sehr wird das Gehirn gesteuert von dem Herz, also von Gefühlen? Und da ist man inzwischen so weit, dass man sagt, die Gefühle haben einen massiven Einfluss auf unsere Entscheidungen. Von dem ehemaligen Präsidenten von Amerika,
Benjamin Franklin wird erzählt, dass ein junger Mann zu ihm gekommen ist und gesagt hat, Herr Franklin, ich habe zwei Frauen und ich kann mich zwischen den beiden Frauen nicht entscheiden. Und Benjamin Franklin sagt zu ihm, guter Mann, ich gebe dir einen weisen Rat. Guck mal, mach mal Folgendes. Schreib alle positiven Dinge auf von der einen Frau und dann alle positiven Dinge von der anderen Frau. Und die Liste, die länger ist, die heiratest du. Der Mann lief nach Hause, setzte sich hin, schrieb die Zettel voll und stellte fest, für die eine Frau gibt es sehr viel mehr Positiveres. Als er dann überlegte, sie zu heiraten, merkte er, dass er aber die andere Frau mehr liebt. Und so ging er hin und heiratete die andere Frau. Und das Ergebnis, das zumindest festgehalten wird, ist, er hat zwar nicht mit dem Verstand gesiegt, aber das Gefühl hat ihm damit auf die Sprünge geholfen. Also zu guter Letzt, irgendwie musst du eine Entscheidung treffen. Und wie gesagt, manchmal trifft es das Herz, manchmal der Verstand, manchmal sind wir total durcheinander, manchmal drängen uns andere zu Entscheidungen. Es geht nicht so sehr darum, wie und wann und wie viele Entscheidungen du triffst. Zedeki erlehrt uns heute, falsche Entscheidungen, Fehler haben Folgen. Es ist nicht egal, wie du dich entscheidest. Es ist nicht egal, was du tust. Schau mal, es ist ein Unterschied, ob du einfach nur Wut im Bauch hast und sauer auf den anderen bist oder ob du hingehst und diesen Menschen öffentlich zusammenschlägst, richtig? Da machst du deinem Gefühl Raum. Aber es ist ein ganz anderes Ergebnis. Es wird vermutlich irgendwelche Folgen haben. Schau mal, es ist ein Unterschied, ob du sagst, ich habe es heute sehr eilig zur Kirche, ich muss gucken, dass ich pünktlich bin, oder ob du einfach achtlos über eine rote Ampel fährst. Fehler haben Folgen. Wenn du von der Polizei angehalten wirst, kannst du nicht sagen, ja, aber bis jetzt habe ich mich an alle Verkehrsregeln gehalten. Das interessiert den Polizisten herzlich wenig. Dieser eine Fehler hat Folgen. Und im schlimmsten Fall sind die Folgen sogar so gravierend, dass es einen Unfall verursacht. Und vielleicht sogar mit Opfern. Also öffentliche Fehler haben Folgen. Und deshalb können wir nicht so tun, als wären wir hier in der Gemeinde einfach nur so Menschen, die keine Verantwortung haben. Nein, nein, wir alle, egal in welcher Verantwortung du hier bist, egal ob du einen Dienst tust oder auch nicht, vielleicht ist das bereits schon ein Fehler, den du begehst, weil du einfach deine Gaben links liegen lässt und sagst, nö, hier in der Gemeinde werde ich meine Gaben nicht einbringen. Hier in diese Gemeinde werde ich nicht mich investieren. Fehler haben Folgen und sie beginnen in deinem Herzen. Sie beginnen in deinem Herzen. Geistliche Fehler. Eigentlich, so lesen wir hier in Vers 14, sind all die Fehler, die Zedekia bis jetzt gemacht haben, auch einer geistlichen Natur. Seine Rebellion gegen Gott, seine Ablehnung des Wortes Gottes, sein Widerstand gegen die Botschaft des Propheten. Aber hier in Vers 14 lesen wir das sehr konzentriert als geistlichen Fehler. Auch alle oberen Judas und die Priester und das Volk versündigten sich noch mehr mit allen greulichen Sitten der Heiden und machten unrein das Haus des Herrn, das er geheiligt hat in Jerusalem. Meine Lieben, heute lesen wir das ja so noch, wow, okay, unrein, hat den Tempel verunreinigt, aber der Autor, der dieses Buch geschrieben hat, der das Leben des letzten Königs in Israel beschreibt, muss das mit Wehmut geschrieben haben. So klingt zumindest der Text hier im Hebräischen. Schaut, was aus diesem Leben des letzten Königs geworden ist. Gott ist meine Gerechtigkeit, aber sein Leben widerspricht all dem, was Gott von ihm verlangt. Und nicht nur er und nicht nur öffentlich macht er Fehler, sondern er reißt die gesamte Bevölkerung mit hinein in diese Abkehr von Gott. Auch alle oberen Judas und die Priester und das Volk versündigten sich noch mehr mit allen greulichen Sitten der Heiden und machten unrein das Haus des Herrn, das
er geheiligt hat in Jerusalem. Gott hatte sich zu seiner Zeit dafür entschieden. Gott hat zu seinem Volk Israel gesagt, wir machen das so. Er weiß, dass der Mensch immer etwas sehen möchte. Er möchte einen Ort haben. Und deshalb sagt Gott im Alten Testament, ich schaffe mir einen Wohnort. Zunächst einmal in der Wüste war das ein einfaches Zelt. Später wollte David nachhelfen und hat Gott gesagt, lass mal, du nicht. Aber dein Sohn und Salomo darf den ersten Tempel bauen. Ein wunderschönes Gebäude. Und Gott hat gesagt, das ist mein Wohnort. Hier bin ich mitten unter euch, hat Gott gesagt. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Es war Gottes Wunsch, Gemeinschaft mit den Menschen zu haben. In dieser engen Gemeinschaft mit ihm zu. Gott ist nicht irgendwo weit weg, sondern Gott wollte mitten unter seinem Volk sein. Aber Gott hat gesagt, dieser Ort muss heilig sein. Niemand darf sich hier nahen, weil ich bin ein heiliger Gott und Sünde tötet den Menschen. Und die Gegenwart mit mir würde einen Menschen sofort zu Tode bringen. Deswegen heiligt diesen Ort. Heiligt diesen Ort. Und Israel hatte diesen Ort oft vernachlässigt. Sie haben den Gottesdienst nicht mehr gefeiert. Der Tempel war verstaubt, er war verschmutzt, er war zerstört. Und Josia, er restauriert wieder diesen Tempel, schafft wieder den Gottesdienst. Er führt wieder den Gottesdienst ein. Und nur wenige Jahrzehnte später versündigt sich das Volk und begeht diesen geistlichen Fehler, dass sie sich von Gott abwenden. Nein. Zedekia, so lesen wir es im Propheten Jeremia, Zedekia war nicht so gottlos, wie zumindest das so auf den ersten Blick hier erscheint. Zedekia suchte immer wieder Gottes Ratschlag. Im Propheten Jeremia lesen wir heimlich. Warum heimlich? Naja, es war ihm fast schon unangenehm zu sehen, dass andere erfahren, dass er in der Bibel liest. Das wäre die Übertragung für uns heute, ja? Heimlich geht er zu Jeremia, dem Propheten, und sagt, Jeremia, was sagt Gott mir? Was wird in der Zukunft passieren? Natürlich wollte der wissen, was passiert. Ein junger Mann, ja, er will leben, er will herrschen, er will erfolgreich sein. Was sagt denn Gott? Und Jeremia sagt ihm, Gott sagt, tu das. Gehorche dem König Nebukadnezar. Jeremia dreht sich um und tut genau das Gegenteil. Tut genau das Gegenteil. Und auf diese Weise distanziert er sich immer weiter von Gott, von seinem Willen und seine Fehler haben Folgen. Wisst ihr, im Psalm 1 wird uns ein wunderbares Bild beschrieben. Der Mann, der sich an Gottes Wort hält, oder der Mensch, der sich an Gottes Wort hält, wie ist er? Der ist wie ein Baum an Wasser gepflanzt. Ein wunderschönes Bild, oder? Ein Baum an Wasser gepflanzt. Am Bibelseminar Bonn, das Haus Wittgenstein, da wo wir unser Zuhause haben als Schule, wir haben in diesem Sommer unglaublich viele Bäume fällen müssen. Eine Tragödie für uns. An sich ist das ein schöner Park, den wir dort haben, aber die Wurzeln sind nicht tief genug und die Dürre der letzten 2 Jahre hat dazu geführt, dass einige Bäume auf unserem Grundstück vertrocknet sind. Und so heulten die Motorsägen in diesem Sommer und wir haben eine Menge von Bäumen fällen müssen, weil sie nicht mehr genug Wasser hatten. Vor einem Jahr war ich an unserem Scheuermühlenteich, da in der Nähe, wo ich in Porzlind wohne, war ich joggen gewesen. Ein wunderschöner Teich, ein bisschen Wald. Und ich lief da und ich wollte nicht sehen, was da passiert ist. Am Scheuermühlenteich ist eine Rieseneiche umgefallen. Moment, wirklich. Wortwörtlich, mir schoss sofort Psalm 1 durch den Kopf. Ein Baum an Wasser gepflanzt, gedeiht und wächst. Und dieser Baum ist vertrocknet und ist umgekippt. Ich habe nicht sofort, aber etwas später mir die Sache etwas genauer angeschaut. Ich bin weitergelaufen, aber ich bin dann später zurückgegangen und habe festgestellt, dieser Baum an Wasser gepflanzt, ist von innen vertrocknet. Von innen vertrocknet. Und das nicht seit gestern, sondern seit Jahren. Seit Jahren stand eine deutsche Eiche am Wasser
und ist von innen vertrocknet und ist irgendwann mal tot umgefallen. Meine Lieben, ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich an dieses Bild denke, denn ich fürchte, dass es ein perfektes Bild für manchen geistlichen Zustand in unserem Land und vielleicht auch in unserer Gemeinde. Du sitzt Sonntag für Sonntag und hörst Gottes Wort und vertrocknest von innen, weil deine Beziehung zu Jesus längst abgebrochen ist. Du sitzt zwar noch hier, weil sich das so gehört, weil du vielleicht irgendeinen Dienst hast oder weil das einfach so für deine Familie der richtige Akt ist oder die richtige Aktion ist am Sonntagmorgen. Aber du bist geistlich, innerlich längst vertrocknet. Kann das sein, dass dieser geistliche Fehler eine Zeit lang natürlich kaschiert werden kann? Und eine Zeit lang wird das auch niemand wirklich merken, was in deiner Seele passiert. Aber schau mal, was mit dieser deutschen Eiche am Wasser passiert ist. Auf Dauer wird das nicht gut gehen. Und Zedekia lehrt dich heute, geistliche Fehler haben Folgen. Irgendwann beginnst du zu sagen, du musst ich wirklich jeden Sonntag in die Kirche gehen? Muss ich wirklich so viel Zeit in diese Gemeinde investieren? Muss ich wirklich immer so viel an diese Gemeinde spenden? Ich habe noch so viele Projekte, die ich gerne machen möchte. Und so weiter. Irgendwann beginnt eine gewisse innere Rebellion. Irgendwann hast du keine Lust mehr auf den Himmel. Du sagst, ich habe mir das hier so bequem eingerichtet. Ich möchte möglichst lang leben. Du suchst nach Rezepten, wie du dein Leben verlängern kannst und denkst nicht mehr darüber nach, dass Gott dir eine Herrlichkeit in dem Himmel verspricht. Das ist geistliche Armut in meinem und in deinem Leben. In dem Moment, wo wir anfangen, über das nachzudenken, was uns jetzt gerade beschäftigt, statt über das nachzudenken, was uns noch bevorsteht. Newton, der das Lied Amazing Grace geschrieben hat, hat einmal einen wunderschönen Satz gesagt. Er hat gesagt, ich lebe im Land der Sterbenden, aber ich gehe ins Land der Lebenden. Das ist unsere Perspektive, das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Herrlichkeit, das ist das, was wir erwarten. Aber stattdessen sitzen wir da und haben vergessen, dass Gott ganz persönlich zu dir redet. Zedekia hat nicht mehr auf Gottes Wort gehört. Das ist die Gefahr in unserem Land. Wir haben doch genug Bibeln, wir haben Glaubensfreiheit. Wir können die Bibel studieren, nicht nur am Bibelseminar Bonn, aber da auch. Ja, wir können Gottes Wort studieren, aber stattdessen beschäftigen wir uns mit allem anderen, außer mit dem Bibel, mit der Bibel, mit dem Wort Gottes. Es ist uns egal, dass diese Welt verloren geht. Und wir kümmern uns nicht darum, dass die Menschen gerettet werden. Dabei wissen wir doch, es hat die Bibel gesagt, dass es den Ort der ewigen Verdammnis der Hölle gibt. Ich habe das neulich bei dieser Kickoff-Veranstaltung von Franklin Graham gesagt. Ich habe gesagt, es kann doch nicht sein. In Lukas Kapitel 16 kennen wir den Text. Das ist kein Gleichnis. Das ist ein Bericht. Da geht ein Mann, der sein Leben lang seinen Wohlstand gefeiert hat, aber über Gott nicht nachgedacht hat. Er geht in die ewige Verdammnis. Und dann aus diesem Ort der ewigen Verdammnis, schreit er zu Abraham und sagt, Abraham, schick jemand zu meinen Brüdern, damit sie nicht an diesen Ort kommen. Der ist ein Evangelist geworden in der Hölle. Kann es sein, dass in der Hölle inzwischen mehr Evangelisten sind als hier in diesem Raum? Kann es sein, dass es uns so egal ist, wo mein Nachbar, wo mein Arbeitskollege, wo mein Freund aus der Schule, wohin diese Menschen gehen? Kann das sein, dass wir geistlich solche Fehler begehen, dass Gott uns fragt, welche Verantwortung hast du vor dem lebendigen Gott? Geistliche Fehler haben Folgen. Und wenn wir dieser Welt nicht sagen, dass sie verloren geht, dann begehen wir Fehler, meine Lieben. Dann begehen wir Fehler und die werden Folgen haben. Und deshalb lehrt Zedekia mich heute Morgen. Geistliche Fehler haben Folgen. Der Tempel war verunreinigt. Mein Lieben, heute haben wir keinen Tempel. Es war schön, dass wir den Putztag hatten und danke für jeden, der hier mitgearbeitet hat. Es geht auch nicht um eine äußere Reinigung, es geht um die Herzensreinigung, richtig? Paulus sagt, der Tempel des Heiligen Geistes, das ist unser Körper.
Dein Leben, mein Leben, das ist Gottes Tempel und der darf nicht verunreinigt werden. Komm, wir schauen uns die Folgen an. Die Fehler haben wir jetzt lange thematisiert, jetzt machen wir es kurz. Die Folgen, die seine Fehler haben, Gottes Güte wird übersehen. Lesen wir zusammen Vers 15 und 16. Und der Herr, der Gott ihrer Väter, ließ immer wieder gegen sie reden durch seine Boten. Wahnsinn, oder? Gott weiß, Zedekia hört nicht auf ihn, aber er hört nicht auf zu reden. Was für ein Geschenk göttlicher Güte, oder? Warum denn? Vers 15 am Ende. Denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und mit seiner Wohnung. Das war Gottes Wohnort, der zerstört war. Und er hatte Mitleid mit seinem Volk. Nein, nein, nein. Im Alten Testament hast du einen gnädigen, barmherzigen Gott, einen liebenden Gott. Diese Vorstellung, dass im Alten Testament Gott immer nur Gericht geübt hat und Kriege zugelassen hat, ist eine ganz falsche und verkehrte Vorstellung von einem liebenden Gott, der sein Volk retten wollte. Und nicht nur sein Volk, sondern durch sein Volk wollte er die ganze Welt retten. Vers 16. Aber, lest mit mir, sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten sein Wort und verhöhnten seine Propheten. Sie verspotten, verachten, verhöhnen, bis der Grimm des Herrn über sein Volk wuchs und es keine Heilung mehr gab. Schaut mal, Gott ist ein unglaublich gnädiger Gott. Eine Folge unserer Fehler ist, dass Gott gütig bleibt. Weißt du, wie schnell ich nervös werde, wenn ich sehe, dass Leute Fehler machen? Meine eigenen Fehler? Wahrscheinlich, ja, vielleicht, ja. Da sind wir immer, wir haben oft das Auge für den anderen, für seinen Fehler. Und dann werden wir auch nervös, dann werden wir auch klar in unserer Ansage, ja. Bei unseren eigenen Fehlern, da haben wir Verständnis. Ja, du musst verstehen, der Zusammenhang, die Situation. Nee. Aber Gott ist anders als wir Menschen. Er ist gütig. Eine Folge ist, Gott bleibt gütig. Was für ein Geschenk, das zu wissen. Der Prophet Jeremia, so lesen wir es in Kapitel 27 und 28, der wird, ja, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber der wird zum Schauspieler. Im Alten Testament, lest das mal, hat Gott immer wieder sehr illustrativ gearbeitet. Ja? Also er hat immer wieder Sachen genutzt und er hat gesagt, Jeremia, geh besorgt dir ein Joch. Ich kann mir vorstellen, dass Jeremia das gar nicht so selber besessen hat, aber vielleicht hat er sich das selber gebaut, vielleicht hat er sich eins gekauft. So, leg dieses Joch auf deinen Nacken. Und dann lief er mit diesem Joch auf dem Nacken rum und die Leute haben gesagt, Jeremia, was ist los mit dir? Theater ist daneben an und so. Aber ja, Jeremia beginnt dann zu predigen, ja? Und die Leute hören zu. Aber sie wenden sich doch immer weiter weg. Wie oft haben wir Gottes Wort gehört und sind dennoch darüber hinweggegangen? Wir ersparen uns hier das Lesen dieses Textes. Sie wenden sich immer wieder ab von dem, was Gott ihnen sagt. Schaut, in Galater 6 sagt Paulus, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Richtig? Also, wenn du Kartoffeln sähst, wirst du kein Kürbis ernten. Nee, wirst du nicht. Kannst zwar warten und hoffen und beten und ich weiß nicht, was tun. Düngen, ist egal, was du tust. Wenn du Kartoffeln siehst, wirst du Kartoffeln bestenfalls, oder gar nichts ernten, aber bestenfalls Kartoffeln ernten. Wenn du Tomaten siehst, wirst du keine Gurken ernten. Das ist eine Binsenwahrheit. Aber für unser geistliches Leben, für unsere Fehler sehen wir das gelegentlich anders. Und Gott sagt, nein, achte darauf. In Römer Kapitel 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte? Paulus schreibt zu den Christen, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Gott ruft dich heute Morgen zur Umkehr. Er lädt dich ein, Fehler zu bekennen, Fehler einzugestehen und Gott und Menschen um Vergebung zu bitten. Ein Rabbi trifft einen ehemaligen Schüler. Und er fragt, was machst du? Und dieser Schüler sagt, ich bin inzwischen auch Lehrer geworden, Rabbi. Der Rabbi sagt, wirklich? Er sagte, ja. Weißt du, Rabbi, ich habe dich beobachtet und ich wollte so werden wie du. Der Rabbi ist ein bisschen erstaunt und er sagt, was hast denn du an mir beobachtet? Er sagt, Rabbi, wir waren Schüler bei dir
Und ich habe meinem besten Freund die Uhr geklaut. Und mein Freund ist zu dir gegangen und hat gesagt, Rabbi, jemand hat meine Uhr gestohlen. Darauf bist du in den Klassenraum gekommen und hast gesagt, wer hat von diesem Jungen die Uhr gestohlen? Und natürlich wusste ich, ich werde mich nicht melden. Und dann hast du, Rabbi, Folgendes getan. Du hast gesagt, stellt euch alle in einer Reihe auf. Stellt euren Ranzen daneben und macht euren Ranzen auf. Und ich werde jetzt nach der Uhr suchen. Und ich wusste, Rabbi, jetzt bin ich geliefert. Und dann hast du Folgendes gesagt. Bevor ich anfange, macht ihr alle eure Augen zu. Wir mussten alle unsere Augen schließen und dann gingst du von Schulranzen zu Schulranzen. Als du durch warst, hast du gesagt, macht alle eure Augen auf, hier hast du deine Uhr wieder und hast meinem Freund die Uhr wiedergegeben. Und jetzt habe ich auf die Moralpredigt von dir gewartet und es kam nichts. Du hast mich nie darauf angesprochen, du hast mich nie vor der Klasse bloßgestellt, du hast mich nie gedemütigt vor den anderen. Rabbi, als ich das gesehen habe, wollte ich Lehrer werden, ein Lehrer so wie du. Der Rabbi sagt, wirklich, war das so? Der junge Mann sagt, Rabbi, du kannst dich nicht mehr an mein Gesicht erinnern? Du weißt es nicht, dass ich die Uhr gestohlen habe? Sagt der Rabbi, das weiß ich nicht mehr, weil als ich durch die Schulranzen geguckt habe, habe ich selber meine Augen zugemacht. Meine Lieben, ist das vielleicht ein ganz kleiner Vergleich von dem, wie Gottes Güte auf unser Leben schaut? Nein, Gott kann nicht die Augen zumachen. Gott sieht deinen und meinen Fehler. Er weiß, was wir falsch machen, aber seine Güte will uns zur Buße leiten. Das ist die erste Folge. Die zweite Folge, Gottes Gericht ist unausweichlich. Gottes Gericht ist unausweichlich. Lesen wir gemeinsam. Da führte er gegen sie heran, den König der Chaldäer, und ließ ihre junge Mannschaft mit dem Schwert erschlagen im Haus ihres Heiligtums und verschonte weder die Jünglinge noch die Jungfrauen, weder die Alten noch die Greise. Alle gab er sie in seine Hand. Meine Lieben, das lesen wir, nachdem wir gehört haben, wie barmherzig und gütig Gott gewesen ist, richtig? Nun kommt das Gericht. Unausweichlich ist Gottes Gericht. Und Vers 18, und alle Geräte im Haus Gottes, große und kleine, die Schätze im Haus des Herrn und die Schätze des Königs und seinen Oberen, alles ließ er nach Babel führen. Sie verbrannten das Haus Gottes und rissen die Mauer Jerusalems ein und alle ihre Burgtürme verbrannten sie mit Feuer, sodass alle ihre kostbaren Geräte zunichte wurden. Und er führte weg nach Babel alle, die dem Schwert entgangen waren. Das heißt, ein Großteil war getötet. Und die, die noch übrig blieben, die wurden weggeführt nach Babel. Und sie wurden seine und seiner Söhne Knechte, bis das Königtum der Perser zur Herrschaft kam. Das Buch Chronik berichtet, die Babylonier werden irgendwann auch von den Persern besiegt. Und dann übernehmen die Perser die Herrschaft auch über diese Knechte und Sklaven und auch über Israel. Vers 21. Das Buch der Chronik lässt wissen, warum. Dass erfüllt würde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias, bis das Land an seinen Sabbaten genug hätte, denn die ganze Zeit, da es wüst lag, hatte Sabbat bis 70 Jahre voll wurden. Gott möchte, dass der Sabbat wieder eingehalten wird. Sabbat war ein Bundeszeichen Israels. Es war nicht nur die Beschneidung der männlichen Bewohner, sondern eben auch der Sabbat war ein Zeichen des Bundes. Und dieser Bund wurde mit Füßen getreten, oder das Zeichen des Bundes. Und Gott schafft auf diese Weise dem Land einen Sabbat. Meine Lieben, die Geschichte ist traumatisch, sie ist tragisch, grausam. In Israel herrschten grausame Zustände. Im Buch Klagelieder beim Propheten Jeremia können wir all das nachlesen. Es war so grausam, die Belagerung der Nebukadnezar, das war damals eine einfache Strategie, kennt ihr aus irgendwelchen Spielfilmen, die haben die Stadt umzingelt und haben gewartet, bis die Leute da kapitulierten. Da brach in Jerusalem eine Hungersnot aus. Die Bibel berichtet, dass Mütter ihre eigenen Kinder gegessen haben. Also meine Lieben, das lässt uns ahnen, welche Grausamkeit in dieser Stadt geherrscht hat. Und am Ende kapitulierte diese Stadt am 18. Juli 586 vor Christus, wurde die Stadt in Schutt und Asche gelegt. Wie hier berichtet, die Menschen wurden entführt. Gottes Gericht ist unausweichlich. Meine Lieben, wenn du heute Morgen hier im Raum sitzt, ich möchte nicht mit der Hölle drohen. Die Hölle ist nicht dafür da, um dich zu bestrafen, sondern die Hölle ist der Ort für Teufel und Dämonen. Für sie ist das Gericht gesprochen. Aber ich will dir doch sagen,
dass es den ewigen Ort der Verdammnis gibt für Menschen, die nicht bereit sind, ihre Fehler vor Gott zu bekennen, ihre Sünden vor Gott in Ordnung zu bringen. Und deshalb ist unser Gottesdienst immer eine Einladung. Komm zu Jesus. Er will dir deine Sünden vergeben. Er will dich in seine Herrlichkeit holen. Denn sonst werden Sünden Folgen haben. Unsere Fehler haben Folgen. Wisst ihr, ich war schockiert, als ich jetzt neulich mal nach dem Stichwort Himmel und Hölle gesucht habe. Gib das mal bei Google ein. Wisst ihr, was ich da gefunden habe? Das erste war ein Hotel, das man buchen kann. Wow, Himmel und Hölle. Ich meine, himmlisch schlafen, das kann man noch verstehen, aber höllisch gut, ich weiß das nicht genau, was sich da Leute vorstellen. Das zweite, was ich gefunden habe, ist ein Restaurant. Ich weiß nicht, höllisch heiß oder ich weiß nicht, was Leute... Ein Restaurant. Und das dritte ist eine Papierfalltechnik, ein Papierspiel, das man machen kann. Himmel und Hölle. Moment, die Leute heute machen sich lustig über den Himmel und über die Hölle? Zedekia, der letzte König von Israel, warnt uns, Fehler haben Folgen. Aber es wird zu schlimm, wenn nicht das Buch Chronik die Geschichte des letzten Königs mit diesen Worten schließen würde. Lesen wir. Gottes Gnade will wiederherstellen. Aber im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, das erfüllt würde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias, erweckte er den Herrn, der Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er in seinem ganzen Königreich mündlich und auch schriftlich verkündigen ließ. So spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem in Juda. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei der Herr sein Gott und er ziehe hinauf. Das Buch der Könige, das letzte Buch über die Königin Israel endet damit, dass Gott gnädig bleibt. Das ist eine gute Nachricht. Es gibt keinen Fehler, der so groß ist, dass Gottes Gnade nicht noch größer wäre. Das ist die herrliche Perspektive. Auch Israel wurde aus dieser Gefangenschaft wieder zurückgeholt. Und Israel durfte irgendwann einmal einen neuen Zedekia kennenlernen. Und dieser Zedekia heißt Jesus, der Messias. Der letzte König, der den Namen trug. Gott ist meine Gerechtigkeit. Hat alles andere getan, als Gottes Gerechtigkeit zu offenbaren. Aber der echte und ewige König Israels ist Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha die Gerechtigkeit für alle von uns hergestellt hat. Und deshalb ist er der wahre Zedekia. Und er ist der einzige König Israels. Aber er ist nicht nur der König Israels, er ist mein und dein König, wenn wir ihn annehmen. Denn seine Gnade ist größer als jeden Fehler, den du begehen kannst. Mit was für einer guten Botschaft dürfen wir heute hier den Gottesdienst verlassen. Wenn diese Verse hier nicht stünden, ich hätte die Predigt nicht gehalten, weil ich genau weiß, wie viele Fehler in meinem Leben bereits begangen worden sind. Ich weiß, dass meine Fehler Folgen haben und hatten. Ich weiß, dass nur die Gnade Gottes mich durchträgt und dich auch. Und deshalb komm zu Jesus. Das ist die Einladung mit deinen Fehlern. Bekenne sie. Und dann weiß, Fehler können Folgen haben. Das war im Leben von Zedekia sichtbar. Die Gefangenschaft war die Folge, aber Gottes Gnade war größer. Und so können auch unsere Fehler sicher Folgen haben, aber Gottes Gnade ist größer. In dem Sinne nehmen wir hier etwas mit. Zedekia, ein Leben voller Fehler mit Folgen. Amen.